Das Robokino mit Staffel 2 von Die Ringe der Macht. August 2024, da war es soweit, bei Amazon Prime startete die neue Staffel, genauer gesagt die zweite Staffel von Herr der Ringe, die Ringe der Macht mit 3 Folgen. Ich glaube damals bei der ersten Folge waren es 2 Folgen, diesmal ballern sie gleich 3 raus. Insgesamt werden es auch wieder 8 Folgen mit jeweils ja, also circa eine Stunde Lauflänge, ein bisschen mehr vielleicht. Und die erste Staffel, die war ja schon sehr kontrovers. Es gab am Anfang eine riesen Hate-Welle. Also ihr könnt euch gerne meine Review zu Staffel 1, zu den einzelnen Folgen mal anschauen. Denn ich habe das Ganze ein bisschen nüchterner betrachtet. Mit allem war ich nicht zufrieden, das ist ganz klar, weil perfekt ist nix. Aber im Großen und Ganzen hatte ich keine Probleme mit der Serie. Rein optisch bietet sie mir eigentlich genau das, was mir die Herr der Ringe-Filme von Peter Jackson auch gegeben haben. Es gibt wirklich eine großartige Welt, die erschaffen wurde, und das schöpft die Ringe der Macht auch absolut aus. Es gibt aber auch so den ein oder anderen cheesy Moment, der nicht wirklich so geil aussieht. Auch das haben wir in der Herr der Ringe Trilogie oder auch in der Hobbit. Das Problem, bevor ich jetzt mit Inhaltsangabe loslege, ist halt einfach, der Herr der Ringe von Peter Jackson ist ein Meisterwerk, an dem sogar der Hobbit auch ein Werk von ihm selbst gescheitert ist. Und wenn du da halt einfach so ein Meisterwerk ablieferst, dann wird diese Franchise in Zukunft auseinandergenommen, daran extrem gemessen, beziehungsweise deine eigene Arbeit halt auch. Davon mal abgesehen, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, ihr habt die Wahl. Entweder schaut ihr es euch an und sagt, ja, gut, mach ich halt. Oder ihr lasst es bleiben, weil ihr schon von der ersten Staffel abgefuckt wart. Oder ihr nutzt jetzt knapp über 8 Stunden Zeit eures Lebens mit Hass zu verbringen. Mit Hass, den ihr künstlich irgendwie schürt. Euch überlassen. So, erste 3 Folgen. Ja, war jetzt nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. In der ersten Folge hatte ein ganz seltsames Pacing. Und diesmal muss ich sagen, ich kann ganz oft beschreiben, was es ist und wie man es macht und wie man es nicht macht. Aber hier, da hat es einfach nicht gestimmt. Ich hatte die ganze Zeit so ein Unwohlgefühl und ich weiß bis jetzt noch nicht so richtig, wo das herkam. Also dieses ganze Pacing, der Rhythmus, es war nicht so rund, wo du einfach so da sitzt und sagst, okay, lass es über dich gehen und dann am Schluss kommst du ganz cool aus der Sache raus. Hat mir hier absolut nicht gepasst. Wir haben einen Sprung in die Vergangenheit, der zeigt, wie Sauron schon mal versucht hat, an die Macht zu kommen. Diesen Handlungsarc habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ich muss allerdings dazu sagen, ich bin in der, was die Vergangenheit so von Herr der Ringe und der Hobbit angeht, bin ich nicht bibelfest. Ja, also da dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, nee, das war schon so oder das andere halt, ja. Also auf jeden Fall, Sauron versucht an die Macht zu kommen, rede da vor den Orks und vor Ada und auf jeden Fall haben die keinen Bock auf ihn, killen ihn, fertig. Erklärt auch, warum diese Landschaft oder dieses Reich eine Eiswelt ist. Ne? Weil am Anfang, also ich kannte diesen Namen, jetzt kann ich ihn natürlich nicht mehr aussprechen, und dachte so, das ist doch normalerweise, das wusste ich, das ist eine Eislandschaft. Aber erfährt man dann halt, warum. Ich habe diesen Story-Arc jetzt nicht so gefühlt, auf jeden Fall. Und dann sieht man einfach so den Weg von Sauron zu seiner Transformation zu Halbrand bis dahin, wo er eben Galadriel auf offener See zum ersten Mal trifft. Weiter geht es auch mit den 3 Ringen. Die 3 Ringe für die Elbenherrscher, die sind ja schon geschmiedet. Elrond hat die, will die zu Gil-galad bringen und Galadriel versucht ihn da aufzuhalten. Auch diese Szene habe ich absolut nicht
gefühlt. Die sah so aus, als ob sie so ein Spiel miteinander machen würden. So, hey, ich hab was und jetzt musst du versuchen, mir das Säckchen abzunehmen. Also es wirkte nicht so diese Fallhöhe, diese Dramaturgie, die dahinter steckt, die wirkte halt absolut nicht. Auch Gil Galad war jetzt nicht so mein Favorite Charakter in Staffel 1. Und vor allem auch, wie sie damit umgehen und wie dann Elrond die Ringe nimmt und abhaut. Sie wissen ja eigentlich, wer bei der Erschaffung dieser Ringe mitgewirkt hat, zusammen mit Celebrimbor, dem Schmied. Aber trotzdem wollen sie diese Ringe benutzen. Und das fühlt sich irgendwie, also meiner Meinung nach hätte man das definitiv ganz, ganz anders lösen müssen. Für mich war die erste Folge, war nicht so gut. Das hat mir nicht gefallen. In Folge 2 geht es dann weiter mit den Zwergen. Man hat ja sehr viele Handlungsstränge. Und das finde ich zum Beispiel auch wieder ganz gut, dass man nicht versucht, in jede Folge so viel Handlungsstränge wie möglich reinzupacken, sondern man sagt, okay, hier geht es halt um die zwei, in der nächsten Folge um die zwei und so weiter. Das war auch ganz gut. Und es geht halt hier um die Zwerge, um weitere Probleme, die sie haben. Man muss aber halt sagen, es wird in dieser Folge nur geredet. Sie war unendlich langweilig und hat sich brutal gezogen. Auch die zweite Folge konnte mich da nicht wirklich bei Laune halten. Man kommt halt auch wieder mit, was ja mit diesem Istar und die und Nori heißt sie und ihrer besten Freundin, was da so abgeht. Die sind halt auch irgendwie gefühlt die ganze Zeit in derselben Wüste unterwegs und du guckst ihnen halt beim Kreislaufen und fast verdursten zu. War jetzt auch so semi. Guter Part in der dritten Folge war dann Isildur. Das fand ich ganz gut. Ja, das Ganze mit der Königin und Elendil fand ich dann auch wieder, ja, kann ich schwer zuordnen. Aber das sind halt so, manche Dinge kann man auch nicht anhand einer einzelnen Folge beurteilen, denn die Serie ist ein großes und ganzes. Ein Beispiel zum Beispiel bei Star Wars The Acolyte haben sich einige Kritiker aufgeregt bei einer Stelle. Ja, das kann ja gar nicht sein und das ist Blödsinn und sowas. Wo ich mir gedacht habe, hey, das wird 100, das sieht man doch schon, dass das noch aufgeklärt wird, wurde es dann halt auch 3-4 Folgen später. Eine Serie ist einfach halt was Ganzes und wenn man sich halt den Trailer anschaut, da geht halt actionmäßig, geht da halt später schon noch was und das sieht dann halt auch geil aus. Wie gesagt, muss ich auch erwähnen, dieses Worldbuilding, diese Welten, alles was man da sieht, das hat mir schon richtig gut gefallen und hat mich in diese Welt in Mittelerde einfach mit reingezogen. Wo ich jetzt auch noch diesen Negativpunkt hatte mit den Elbenringen. Es werden dann natürlich auch die Zwergenringe geschmiedet. Sind es 7? Oh mein Gott, ich blick nicht mehr durch. Es werden Zwergenringe geschmiedet. Dort wird das Ganze aber besser dargestellt, wie man diese Ringe an die Zwerge bekommen möchte. Das fand ich wesentlich stärker. Die haben nämlich ein Problem, müssen verhandeln. Das wird ausgenutzt. Das war wiederum richtig stark im Gegensatz zu der Elbengeschichte. Und auf die Menschengeschichte bin ich da auf jeden Fall gespannt, denn die könnte das auf jeden Fall rausreißen, was da halt passiert. Optisch war es durchwachsen. Es waren Dinge, die einfach killer aussahen. Also wirklich, wirklich Kino vom Feinsten. Dann gab es aber auch wieder Ausreißer wie der Warg, der mit Halbrand in so einem Gefängnis sitzt. Den hat man ein bisschen zu close und zu lange gezeigt. Dann wurden die Studioaufnahmen, die sahen teilweise nicht besonders interessant aus. Würde ich halt zu einem großen Teil auf die Beleuchtung schieben. Allerdings auch von den Kameraeinstellungen, die wirklich nichts Besonderes waren. Keine Spannung erzeugt haben. Und das ist halt einfach der Punkt, dass du mit Kameraarbeit
auch deine Geschichte erzählen kannst, ohne dass es der Zuschauer jetzt wirklich so... Bei dem Zuschauer passiert was, aber er kann es nicht wirklich beurteilen, wo das herkommt. Und das ist ja eigentlich auch ganz gut, denn so wird die Immersion einfach stärker. Und ganz viele dieser Studioaufnahmen wirkten einfach so, ja, da halten wir mal die Kamera da drauf und da mal da. Das sind so Sachen, die ich zum Beispiel bei Filmprojekten früher... Ja, als ich das erste Mal eine Kamera in die Hand genommen habe, ja, okay, mach mal das Bild und mach mal das Bild, aber gar nicht versucht habe, irgendwie die Szene, die Stimmung mit einer bestimmten Kamerabewegung, Einstellung oder sowas einzufangen. Das war auch ein bisschen schade. Insgesamt muss ich sagen, der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, Staffel 2, ersten drei Folgen waren ernüchternd. Allerdings wären sie, und ich messe das ja auch immer so ein bisschen zur damaligen Fernsehzeit, wenn da die ersten zwei Folgen nicht performt haben, dann habe ich auch die nächste Woche nicht mehr eingeschalten. Hier muss ich sagen, so schlimm war es jetzt noch nicht. Liegt wahrscheinlich aber halt auch an dem Franchise daran, dass ich wissen möchte, wie es weitergeht. Okay, das weiß man ja eigentlich, aber wie sie es weiter auflösen. Es wird jeden Donnerstag müsste eine neue Folge kommen. Ich werde sie mir versuchen, alle reinzuziehen und euch dann so ein bisschen ein Update zu geben. Mich würde es freuen, wenn wir uns in den Kommentaren darüber unterhalten, aber bitte nicht so wie das letzte Mal. Leider waren Kommentare dabei. Es ist kein Problem, wenn es euch nicht gefällt. Es ist kein Problem, wenn ihr absolute Tolkien-Jünger seid und sagt, nee, das passt mir nicht. Bringt eure Punkte, aber nicht so ein Käse wie das letzte Mal. Ohne Witz. Da war schon viel nichts Gutes dabei. So, das war die Ansage von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ein Like und ein Abo wäre natürlich Weltklasse. Bis dann. Ciao.